Inspektor, Sie sind bekannt dafür, dass Sie geniale Vermutungen anstellen, die sich stets als richtig erweisen. Jemand hat mir erzählt, dass Ihnen die Antworten angeblich im Traum einfallen. Eine Prostituierte wurde letzten Abend in Georgia ermordet. Das ist doch nichts Außergewöhnliches. Es ist die Art und Weise, wie sie umgebracht wurde, Inspektor. Das erfordert einen Mann mit Ihrem Talent. Er kann die Opfer voraussehen. Ich sah sie. Ich sah ihr Gesicht. Erscheine ich Ihnen denn auch im Traum? Aber selbstverständlich. Früher hat man Menschen wie Sie bei lebendigem Leibe verbrannt. Der konnte die Verdächtigen spüren. Es muss jemand sein, der vermögend ist. Und wie kommen Sie darauf? Dem Mörder geht es nicht um Geld. Es ist ein Ritual. Er leitete die Ermittlungen in der niederträchtigsten Mordserie aller Zeiten. Er bestraft sie. Die Zahl der Streifenpolizisten wird verdoppelt. Dann kommt es zu einer Massenhysterie. Der Täter ist ein Mann, der berufliche Erfahrungen mit dem Sezieren hat. Ein gebildeter Mann? Das ist doch absurd. Doch er konnte nicht vorhersehen. Ich will, dass Sie der Straße fernbleiben, bis ich diesen Fall geklärt habe. Ich vertraue Ihnen. Dass er jemandem nahe kommen würde, die das nächste Opfer werden sollte. Jack the Ripper ist noch nicht am Ziel. Wo ist er? Ich will ihn haben. Eines Tages wird die Menschheit zurückblicken und sagen, dass ich das 20. Jahrhundert eingeleitet habe. Sie werden das 20. Jahrhundert nicht erleben.